75 Jahre. In diesen 75 Jahren hat die NATO für den Frieden gesorgt und die freie Welt geschützt. Heute besteht in der Ukraine eine schwerwiegende Bedrohung. Es geht um die Aggression durch Russland und wir müssen die Ukraine deshalb weiterhin unterstützen. Wir, die Europäische Union, haben das getan. Wir haben fast 40 Milliarden an militärischer Unterstützung bereitgestellt, 60.000 Soldaten aus der Ukraine ausgebildet, unsere Kapazitäten gesteigert, auch in der wehrtechnischen Industrie. Die Unterstützung der Ukraine verlängert den Krieg, haben manche gesagt. Der Frieden muss schnell kommen, hat es geheißen, auch wenn die Ukraine kapitulieren müsste. Wir sind nicht dieser Auffassung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine sich gegen die russische Aggression durchsetzt. Wir müssen die Ukraine weiterhin unterstützen, um dieses Land und seine Unabhängigkeit zu schützen und die Sicherheit der freien Welt zu gewährleisten. Wir werden auch mit den Partnern aus dem Indopazifik uns unterhalten. Wir müssen das geostrategische Kontinuum betrachten zwischen der Ukraine und dem Indopazifik. Denn China unterstützt Russland. Nordkorea ist einer der wichtigsten Waffenlieferanten Russlands. Und die Verstöße gegen das Völkerrecht und auch gegen das Seerecht im Pazifik, all das bedroht die Stabilität dort in der Region. Wir werden also mit unseren Partnern von dort darüber sprechen, wie die NATO, wie die europäischen Staaten sich hier engagieren können, um für Stabilität in der Region zu sorgen. Auf der Ministertagung der G7 werden wir auch die Lage im Nahen Osten besprechen. Im Gazastreifen und im Westjordanland. Dort ist es wirklich schrecklich, schlimmer als je zuvor. Nach dem Terroranschlag der Hamas ist die humanitäre Lage unerträglich geworden. Im Westjordanland wird weiter Land gewissermaßen annektiert. Wir müssen uns dagegen wenden. Das ist völkerrechtswidrig, aber das macht die Regierung Netanyahu. Der größte Teil des Westjordanlands ist hier von Israel übernommen worden und auch die Einnahmen der palästinensischen Autonomiebehörde sind teilweise beeinträchtigt worden. Da muss die Menschheit sich durchsetzen, für einen Waffenstillstand sorgen, humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza sorgen und für eine politische Lösung sorgen auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Theorie. Die westliche Militärhilfe an der Ukraine ist kritisiert worden. Was kann die EU dazu sagen? Ich habe schon darauf hingewiesen, wer sich hier beklagt, die Unterstützung der Ukraine werde den Krieg nur verlängern, den muss ich sagen, wenn wir die Ukraine nicht mehr unterstützen, wird der Krieg sicherlich zu Ende gehen, und zwar sehr bald. Aber wie? Wie wird das dann aussehen, wenn die Ukraine kapituliert? Was passiert dann in Kiew? Was passiert mit den Menschen, wenn der Aggressor eindringt? Wollen wir ein solches Ende des Krieges? Nein. Wenn wir den Krieg nicht so zu Ende bringen wollen, wenn wir nicht wollen, dass die Ukraine kapitulieren muss, weil man dort nicht mehr weiter kämpfen kann, dann müssen wir die Ukraine weiter voranbringen. Das ist die Position der Europäischen Union. Die gesamte Europäische Union unterstützt diese Position. Und für die EU gibt es überhaupt keine anderen Pläne als den Zelensky-Plan. Das ist der einzige Friedensplan für uns als Europäer.